ich setz mal hier den Cut, press Start. Ich habe extra geschrieben vorher. Wenn ich jetzt noch eine Stunde oder so Billy Hatcher spiele, dann ohne Cam heute. Morgen bzw. heute Abend, wenn ich irgendwas anderes mache, mal wieder vielleicht. So Handlung. Ist der Sound. Der Sound ist immer noch so scheiße laut. Was ist der Sound so scheiße laut von dem Spiel? So. Und dann will mich noch leiser machen. Gut. Wie heute Abend nicht. Ich muss heute erst mal gucken, was ich überhaupt mache. So, Moment, was habe ich jetzt? Ich habe die 5 normalen Welten gemacht. Der Zirkuspark war beendet. Sand Ruin. Die 6. Welt, das Geheimnis des Giant Egg. Wait. Es kommt hier schon? Ich dachte, da kommt noch eine extra Welt. Oh, ich will das Spiel heute Abend durchspielen. Juhu. Wenn die Level jetzt nicht noch behinderter werden als vorher. Eieiei. Dann fahre ich extra an diesen Ort von dir, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, und zwinge ich dazu. Ja. Let's go. Billy, die Krähen haben Miri Miri, den Weisen der Sandruinen, geangen. Sie haben ihn geangen. Genommen. Sie verstecken ihn auf der Spitze der Pyramide. Du musst dich beeilen und Miri Miri retten, da er von dem Geheimnis des Giant Egg weiß. Das ist, by the way, meine Art zu fluchen. Ja. Das Thema hatten wir schon bei TT ein paar... Oh, eine Münze. Ein paar Mal. Das sind ja solche Sachen, die hat man sich angewöhnt damals und... Das kriegst du schwer wieder raus. Genauso wie an sich schwul keine Beleidigung ist, aber trotzdem, manchmal hat man sich das dann angewöhnt damals, wo die Leute noch nicht ganz kleinkariert waren. Auch wenn es von vornherein ja nie verkehrt war, nie richtig war, um es komplett korrekt auszudrücken. Aber ja, damals waren die Leute noch nicht ganz so große Pussys wie heute, dass sie sich bei jeder Kleinigkeit angepisst fühlen. Komm her. Erinnerst du dich? Drücke den A-Knopf, um einen weiten Sprung zu machen, wenn du beim Rennen weit springen willst. Ja, das habt ihr mir in der letzten Welt erklärt. Das hätte ich mal irgendwie vorher wissen müssen. Abend Wegscher. Was geht? Ich bin saumüde. Die letzten 2 Tage waren der Horror. Dies sind die Sandruinen. Unsere Hühnervorfahren bauten die Ruinen dieser Gegend. Legenden behaupten, dass diese Ruinen mit dem legendären Giant Egg zu tun haben. Aber niemand glaubt daran. Eure ganze Kultur basiert auf dem Giant Egg und trotzdem glaubt keiner dran? Was? Endlich kein Genshin Bullshit Pack mehr. Also sag mal so, im Stream höchstwahrscheinlich nicht mehr. Also alles, was jetzt wahrscheinlich noch von Genshin kommt mit Content Updates, die werde ich wahrscheinlich nur für mich aufnehmen und auf YouTube einfach nur hochladen. Weil wie gesagt, das Spiel an sich, die Story ist für mich interessant genug. Aber gerade bei so wie Genshin, da ist es ganz angenehm, wenn man eh nur die ganze Zeit rumrennt. Kommst du da mal runter, du Mistvieh? Hallo? Das ist ganz angenehm, wenn ich das dann irgendwie nur lokal aufnehme. Alter, hat die Biene einen fetten Arsch. Wow. Damals waren die halt noch nicht so behindert und schwul wie heute. Oh Gott. Wow. Wow. Etwas unbezwungen ist, wie du siehst, zwar ohne Camera beim Hin. Ja. Wie gesagt. Irgendwie ist es ohne Camera ganz angenehm. Dann kann man sich auch mal in Ruhe in der Nase bohren oder sonstigen Kram machen, der sich ja sonst nicht schickt. Weil ich da nicht eigentlich... Eigentlich sollte ich darauf keinen Fick geben, aber so ein bisschen tue es halt auch. Aua. Ihr müsst mich ja. Leckt mich alle. Geldschein-Bullshit-Packt, wenn ich bitten darf. Ja, sind mal wieder los. Solange es beim Bullshit-Pack bleibt, ist mir jede negative Addition zu diesem Spiel recht. Ich weiß ja nicht mal, was hast du denn allgemein gegen das Spiel? Ist es echt nur das Gacha oder woran liegt's? Wie gesagt, das Gacha, damit könnte ich mich noch halbwegs abfinden. Mehr oder weniger. Aber dieses Gefarmen von Items oder so. Das ist ein bisschen nervig. Rabbish, what the fuck? Bist du?
Rubbish. Du bist ein Hasenhuhn? Das ist einfach das ganze Game, Moni. Okay. Ja, wie gesagt, mir hat es halt gefallen, weil es halt relativ ähnlich zu Breath of the Wild war. Relativ ähnlich. Ja, Breath of the Wild ist nochmal ein Ticken besser, sag ich mal, im Sinne von, es hat halt mehr Rätsel. Und ist halt, komm, ja, kein Pay-to-Win oder sonstiges in der Richtung. Ist halt Pay-to-Play. Weiß nicht, es ist halt irgendwie... Ich weiß nicht mal genau, was mich jetzt an Genshin dann, was ich da mehr mag. Vielleicht, dass es Zelda allgemein ist. Oh, Big Boy, I missed you so. Wie gesagt, ich meine, ich will es jetzt auch keinem aufzwingen. Aber, wie gesagt, was war mit den Eiern nochmal? Das waren irgendwie Karate-Eier. Oder Bombeneier? Ich glaube, das will ich haben. Okay, ich kann damit Arschbomben machen, gut. Habe ich jetzt gerade die Arschbombe genau auf den Gegner gemacht und Schaden genommen? Wow. Das ist mies. Kann das Ei größer werden? Das Ei kann größer werden. Oh, shit. Warum streamst du ohne Facecam? Weil ich A, ganz doll müde heute bin. Und wie gesagt, weil hin und wieder ist ohne Facecam auch mal ganz angenehm. Wenn ich das Giant Egg finden und mir etwas wünschen könnte, was würde es sein? Entscheidung. Jetzt voll ist die Anzwang. Das ist nur ein Klick, aber ich habe keinen Bock jetzt extra großartig die Softboxen anzumachen. Das komme ich daran vorbei? Daran komme ich doch nicht vorbei, oder? Ei geht doch hoch, oder? Wie gesagt, kein Bock auf die Softboxen, weil das ist dann so ein extrem helles Licht. Und Greenscreen müsste ich auch noch wieder richtig hinstellen, hochziehen. Und der funktioniert halt auch nur mit den Softboxen an. Muss ich ja nicht hin. Gucken. Hier unten habe ich angefangen. Bin außen rumgegangen. Macht Sinn. Bin hier hoch und dann muss ich da hin. Okay. Wayne. Es stimmt ja nur heute, dass ich hier nicht mehr voll spamme. Sag mal so. Wenn der Moment kommt, wo mir jemand auf den Sack geht, ignoriere ich ihn einfach. Also da kenne ich mittlerweile nichts mehr. Ich hätte auch letztens morgens Smite gespielt, um... Du verfickte Säule! Ich habe gerade mein Ei groß gezüchtet. Was ist wohl da drin? Ja, wahrscheinlich ein Giant Egg oder irgendwie ein Teleporter. Wahrscheinlich eine Tonne versteckte Schätze, nicht wahr? Ja, natürlich. Nee. Ich habe letztens morgens eine Runde Smite gespielt und es war eine Casual-Runde. Und es war auch das Morgen-Matchmaking. Und da hatte ich so einen behinderten deutschen Spieler in meinem Team, der schon irgendwie Level 93 ist, also schon vielleicht 100 bis 200 Stunden gespielt hat. Und es war einfach die klassische Level 1 Sanif, die er da gemacht hat. Und meinte rumprallen zu müssen, ja, ein Ranked-Spieler hat das Bild auch genutzt und ja, eine Bronze vielleicht. Oh, da, nee. Kam ich jetzt gerade darauf. Dann habe ich kurz mit dem diskutiert und dann war es mir irgendwann gegen Ende... Oh, ihr fucking Mistdinger. Dann war es mir gegen Ende doch zu blöd geworden, weil... Das sind solche Leute, die lernen es nicht. Die lernen es... Die wollen es auch gar nicht lernen. Das sind solche... Das war genau die Argumentation von Pat. Mit dem lass mich bilden, wie ich möchte. Grundsätzlich ja, aber auch nur solange es halbwegs sinnvoll ist. Und das, was er da gemacht hat in den Morgen, oder was Pat damals teilweise gemacht hat, das war nicht sinnvoll. Das war einfach, das war grauenhaft. Ich glaube, der hat sich erst als drittes Item Boots gekauft und das war schon so ein No-Go. Wenn ich müde, kann ich immer sofort pennen, außer wenn es nochmal 38 Grad hat. Ja, kommt drauf an. Wenn ich richtig müde bin, penne ich auch schnell ein. Wie gesagt, ich habe mich um 15 Uhr hingelegt und dann halt bis 20 Uhr ungefähr geschlafen. Gestern Abend habe ich mich um 1 hingelegt, habe bis 7 geschlafen heute Morgen, also gestern Morgen. Wollte ich das vielleicht mal... Ich habe ja sowieso schon, ich habe noch ein Teechen. Ich habe halt eigentlich relativ lang geschlafen, aber ich habe halt den Tag davor auch schon so schlecht geschlafen.
weil ich nach der Nachtschicht mich direkt früher rausquälen musste nach 5 Stunden Schlaf. Wegen dem Termin heute. Sprich gestern. Ah, da hinten ist eine Münze. Komm ich da so ran? Nein, nein, nein. Ja, genau das wollte ich nicht. Säbelwolf. Hm, ich bin davon ausgegangen, dass Flo heute schon pennen war. Weil er nicht geampft hat. Aber bei mir nicht. Das werde ich als persönlichen Erfolg. Noch nicht. Belassen wir es bei einem noch nicht. Was ich vor allem ganz gern ignoriere, sind dann Nachrichten, die irgendwas von mir verlangen. Wie zum Beispiel Streams oder ein Bedarf an Cam im Stream. Wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Das sind wieder viel zu viele Themen gerade, genau. Ich bin scheiße müde und bin mehr oder weniger angepisst auch, deswegen, weil ich müde bin. Ich würde jetzt am liebsten so schlafen gehen, aber da ich Freitag wieder Nachtschicht habe und ich nur auch morgen hätte, muss ich halt jetzt mich irgendwie wach halten und wach zwingen. Fuck, fuck. Oh Mann. Was mich halt streamtechnisch momentan ankotzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Weiß nicht, was ich streamen soll. Auf die ganzen Spiele, die ich beenden müsste, habe ich keinen Bock, wie Nerim. Aber auf die Spiele, auf die ich Bock habe, da kann ich mich nicht so durchregen, die anzufangen. Weiß nicht. Hör ich hier gleich wieder, wollte nur mal vorbeischauen. Okay, dann gute Nacht, Wegschau, und bis die Tage, die nächsten Wochen. Eher so nach Weihnachten. Also ich lasse deine Katze ziehen. Was hast du zu sagen? Billy will zählen auf dich. Du musst den weisen Miri Miri retten. Die Miri Miri Nomi? Gibt's die Miri Miri? Wie war nochmal. Hieß nicht die von Ace irgendwie ähnlich? Mera Mera Nomi? War es nicht die Feuerfrucht von Ace? Kann sein. Billy, du musst die Weisen vom Fluch befreien. Sei vorsichtig. Nein, ich will das eigentlich haben. Ich will erstmal das hier. Kikirikin. Wie ging das Kikirikin nochmal? So. Wie zum Beispiel, dass du streamst. Ja, dass ich streame, wie ich streame und so weiter. Boskus, hitzköpfiger irgendwas. Die Tiere hier sind merkwürdig. Und ich vermisse jetzt mir gerade das Gefühl, ich hätte es voll ganz im Griff. Ich habe mir jetzt gerade nur gedacht, ich wüsste jetzt eh nicht, was ich noch Besseres machen sollte heute Nacht, außer den Stream starten. Und habe deswegen nachgegeben. Außerdem hatte ich keinen Bock mehr, die nächsten 30, 40 Minuten noch mit dir zu diskutieren, ob ich jetzt einen Stream starte oder nicht. Also bevor ich dann weiter diskutiert habe, habe ich einfach jetzt gestartet, aber halt ohne Cam. warte mal, ich muss mal in den Chat nachlesen, ganz kurz in Ruhe. Wie ein Grünball ist ein Flugball, den ich genau steuern kann. Okay, gut, nach Blackshire. Ich glaube, ich melde mich wieder krank.